10. Juli starten wir einen Swimrun, den Swimrun Rheinsberg. Über 20 Kilometer, also eine nicht ganz so extreme Distanz. Und wir bieten sogar noch an eine kurze Distanz, den Sprint Swimrun über 9 Kilometer. Und zusätzlich noch einen Lauf, der parallel zur Swimrun-Strecke stattfinden wird. Ein Swimrun ist eine Mischung aus Schwimmen und Laufen, also eine Ausdauerveranstaltung, Ausdauersport, bei der man abwechselnd schwimmt und läuft und das über relativ lange Distanzen. Das heißt, so wie du losläufst, so kommst du am Ende auch ins Ziel. Du schwimmst mit deinen Schuhen und du läufst mit deinem Schwimmanzug. Für mich sind das die beiden perfekten Disziplinen, weil ich halt im Schwimmen ganz gut bin und die Abwechslung, darauf freue ich mich auch total. Also wie man dann, weil es das erste Mal ist, wie es einem nach dem Laufen wieder beim Schwimmen geht und diesen Wechsel, ich freue mich total darauf. Ich bin echt gespannt und freue mich tierisch und finde das klasse, dass das hier zu so einem großen Anrang führt. Was mich jetzt reizt, ich suche halt eigentlich immer neue Sachen, immer irgendwas, was es so noch nicht gab. Und das sieht sehr nach Spaß aus. Deswegen ist es zum ersten Mal für mich heute ein Swim'n'Run. Ich glaube, da wird sich was ganz Großes entwickeln. Zum einen, weil wir dort natürlich einen tollen Sport sehen und ein toller Sport erfunden wurde, aber auch, weil die Leute die Möglichkeit haben, so ein bisschen an einem Tag ein tolles Abenteuer zu erleben und diese Kombination aus irgendwie in die Natur zu gehen und wirklich ja, in der Wildnis Abenteuer zu erleben und das dann auch noch auf sportliche Art und Weise. Ich glaube, das wird viele packen und deswegen sehe ich da großes Potenzial. Wir wollen den Swimrun attraktiv für jedermann machen. Jeder soll testen können, ist Swimrun die Sportart für mich geeignet, macht mir das Spaß oder nicht. Also es ist nicht so extrem, dass nur die besten Sportler daran teilnehmen können, sondern jeder soll gucken können, ist das für mich geeignet oder nicht. Es hat total viel Spaß gemacht. Das hilft, neue Ziele zu setzen und die Motivation hochzuhalten. Gut ergänzt haben wir uns. Ja, am Anfang mussten wir uns erstmal finden, war ein bisschen Chaos, aber dann haben wir uns eingespielt. Er hat mich immer die Berge hochgeschoben beim Laufen, das war in Ordnung und beim Schwimmen passte. Habe ich immer hinten auf die Füße gehauen. Muss man das nochmal haben? Ja. Das war besser als ich dachte. Ganz cool. Super Rennen, super Tag, super Wetter. Wieder machen, wiederkommen.